So, und wir wollen jetzt live zum Brandenburger Tor schauen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat jetzt auch mal Zeit bekommen zu reden. Hören wir mal rein. Was dazu. Aber ich will auch was zu den vielen Reden sagen, die viele gute Argumente für ihre Position hier dargestellt haben. Eine Rede ist ein bisschen abgewichen davon. Und ich will das ausdrücklich sagen. Es war die Rede von dem Kollegen von Landschaft Verbindung vorher hier. Man kann gerne über türkischen Basar reden. Ich habe die Botschaft schon sehr gut verstanden, meine Damen und Herren. Aber ich will Ihnen auch was sagen. Wissen Sie, ich war im evangelischen Religionsunterricht. Und da habe ich auch gelernt, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Sie können sich das gerne so reden. Aber wissen Sie, ich frage mich auch, ob Sie diese Reden auch schon gehalten haben bei früheren Regierungen, als es noch ein bisschen anders aussah. Und ich will noch was sagen. Sie haben sich hier versammelt, weil Sie eine Botschaft haben. Und Sie wollen doch mir diese Botschaft mitgeben, damit ich sie am Kabinettstisch sagen kann. Und dann wäre meine Bitte und mein Rat, wir sollten nicht so reden. Ich halte das aus, ich war mal Handballtorwart, ich werde dafür bezahlt. Das ist mein Job. Aber wir sollten weder über den Finanzminister Lindner, noch über den Bundeskanzler Olaf Scholz, noch über den Vizekanzler Robert Habeck so reden, weil die wollen wir überzeugen. Wir wollen die gewinnen und wir wollen gemeinsam mit denen eine gute Lösung finden. Und jetzt komme ich. Wenn Sie mich lassen, zu meiner eigentlichen Rede. Meine Damen, meine Herren, ich weiß, dass wenn Sie gewollt hätten oder wenn Sie gekonnt hätten wegen den Sicherheitsauflagen, hier noch viel mehr Traktoren, hier noch viel mehr Bäuerinnen und Bauern hätten sein können. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass Sie hier nicht zum Vergnügen sind. Ich weiß, dass Sie seinen langen Weg hier auf sich genommen haben, weil jetzt gerade eine Situation für Sie erreicht ist, die ernst ist. Ich weiß, dass Sie mit einer Riesenwut hier nach Berlin gekommen sind und sicherlich einige hier auch wütend auf mich als Teil der Bundesregierung. Ich stehe hier, ich will das auch sagen, ich mache mir da keinen schlanken Fuß, ich stehe hier als Vertreter der Bundesregierung. Das gehört auch zu meinem Amt, das auszuhalten, Ihnen zuzuhören. Und wer mich kennt, der weiß, ich renne nicht davon, sondern ich komme und ich stelle mich. Aber ich bitte Sie, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mehr sparen müssen als davor. Aber eben nicht unproportional, nicht überproportional. Deswegen will ich gleich am Anfang sagen, ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang und ich habe auch früher nichts davon gehalten. Im Gegenteil, ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel und die Kfz-Steuerregeln abzuschaffen. Und in dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert. Lüge! Sie haben nicht kommen! Mir ist sehr klar, und das war ja gerade auch zu hören und zu sehen und vielleicht auch zu riechen, was diese Entscheidung für Folgen haben kann. Deshalb kämpfe ich im Kabinett dafür, dass es in dieser Härte nicht kommt. Ich werde Ihnen jetzt auch nicht das Blaue vom Himmel runter versprechen und es nur auf die anderen schieben. Das Wort, ich weiß, dass Sie das nicht mehr hören können, das Wort Steuerprivilegien, das klingt ja erstmal generös, als würde man der Landwirtschaft was schenken. Aber nach 2 Jahren im Amt weiß ich, der Wegfall dieser Regelungen trifft sie viel härter als andere Branchen. Die Debatten gehen in unserem Land zwischen Stadt und Land sehr weit auseinander.
Die meisten Landwirte sind an 7 Tagen in der Woche unterwegs und es nicht nur in der Erntezeit nonstop. Über ihre Belastungen im Alltag klagen sie nicht. Sie haben sich den Job ja ausgesucht und wussten, was auf sie zukommt. Aber die Aufgabe von uns Politikern ist es, dafür Bedingungen zu schaffen, dass sie diesen Job auch machen können und dass diese Sache sich auch für sie rechnet. Und das steht gerade auf dem Spiel. Und zwar gerade, weil sie ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, müssen wir in Berlin dafür sorgen, dass diese Herausforderung auch angenommen werden kann. Die Nachricht über die Abschaffung der Agrardieselbeihilfe und der gleichzeitigen Kfz-Steuerbefreiung platzt. Wir kämpfen, aber wir kämpfen fair. Minister Özdemir ist heute hier. Ich habe ihm meinen Respekt gezollt. Und den sollten wir ihm jetzt alle entgegenbringen, indem wir ihm zuhören und ihn reden lassen. Ich bitte darum. Liebe Landwirtinnen und Landwirte, die Nachricht über die Abschaffung der Agrardieselbeihilfe und der gleichzeitigen Kfz-Steuerbefreiung, die platzt ja nicht irgendwann in die Zeit, sondern die platzt in eine Zeit, in der es der Landwirtschaft ohnehin schlecht geht. Klimawandel, Ukraine-Krieg, Vorschriften, Preiskampf, billige Konkurrenz aus dem Ausland, alles das setzt der Landwirtschaft hart zu. Jeder Euro, jeder Cent zählt. Ich weiß, dass Sie in der Vorweihnachtszeit sind. Ich weiß, dass Sie nach harter Arbeit jetzt eigentlich mal durchatmen wollten. Ich weiß, dass jetzt stattdessen Existenzängste um sich greifen. Und deshalb will ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das so nicht kommen kann, meine Damen und meine Herren. Lassen Sie mich Ihnen noch was Persönliches sagen. Ich habe, nachdem diese Beschlüsse bekannt gemacht wurden, viel Post bekommen. Vieles davon ging mir sehr nahe, aber ein Brief aus Niedersachsen, der hat mich besonders bewegt. Ein Landwirt aus Niedersachsen, der meiner Partei nahesteht, schreibt mir, dass er fassungslos ist angesichts dieser Entscheidung. Er klagt darüber, dass alle Branchen die Kosten am liebsten bei der Landwirtschaft abladen und die Regierung da jetzt auch noch mitmacht. Aber dass die Landwirtschaft die Kosten eben nicht einfach weitergeben kann, sondern auf ihn sitzen bleibt. Er schreibt weiter, dass seine Tochter, die den Betrieb übernehmen wollte, geweint hat, als sie davon gehört hat. Glauben Sie mir, solche Nachrichten können einen nicht kalt lassen, sondern sie müssen uns allen Verpflichtung sein. Und darum möchte ich mich gemeinsam mit Ihnen einsetzen, dass das so nicht passieren darf. Alle müssen ihren Beitrag zur Konsolidierung leisten. Aber es muss halt auch ein Beitrag sein, der geschultert werden kann, der nicht überfordert und der den Weg nach vorne nicht blockiert. Ich habe den Bäuerinnen und Bauern in Deutschland, ich habe sie immer als veränderungsbereit wahrgenommen und gehört und ich habe sie immer wieder als anpassungsfähig erlebt. Und gerade deshalb ist mir bewusst, dass die Veränderungsbereitschaft Grenzen hat und dass sie vor allem Voraussetzungen hat. Vor allem braucht sie Verlässlichkeit, sie braucht Planungssicherheit und sie braucht ein finanzielles Fundament, dass sie für ihre Familien sorgen können. Dazu will ich mich ausdrücklich als Landwirtschaftsminister bekennen. Meine Damen, meine Herren, liebe Landwirtinnen und Landwirte, wir müssen hier zu guten Lösungen kommen. Dafür will ich mich einsetzen. Aber ich habe zum Schluss auch eine Bitte. Lassen Sie uns das auf eine Art und Weise machen, dass Sie, und davon bin ich fest überzeugt,
die Zustimmung, die sie in der Breite des Landes haben. Und das sage ich an diejenigen, die vielleicht glauben, so viele Landwirtinnen und Landwirte sind es gar nicht. Da würden wir uns sehr täuschen in der Politik, weil hinter ihnen stehen viele im ländlichen Raum, die es ähnlich sehen. Ich weiß das und ich werde diese Botschaft gerne an meine Kolleginnen und Kollegen in der Politik tragen. Aber lassen Sie uns das bitte so machen, dass wir die Zustimmung in der Mehrheit der Gesellschaft nicht verlieren. Gehen Sie nicht denen auf den Leim, die das radikalisieren wollen. Sie haben gute Argumente. Sie haben sehr gute Argumente. Diese Argumente vortragen reicht aus, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns gemeinsam diese Botschaft in die Politik tragen. Ich tue, was immer ich kann, damit das so nicht bleibt. Herzlichen Dank. Soweit Bundesagrarminister Cem Özdemir. Lange hat er gewartet auf der Bühne. Einige Worte konnte er an die Landwirte richten. Aber er bekommt auch die Wut der Bauern ab, gar keine Frage. Denn sie alle befürchten ein gigantisches Hofsterben. Der Deutsche Bauernverband verlangt ja und hat das auch klar gemacht in seiner Ansprache, dass die Subventionen für den Agrardiesel nicht gekürzt werden. Özdemir sagt, er habe davor Verständnis, warnt sogar vor einer Überforderung der Bauern. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.